Nach langem Warten auf Transfers hat der FC Bayern nun doch aufgerüstet. Nach der Leihe von Ivan Perisic von Inter Mailand und Philippe Coutinho vom FC Barcelona kauft der deutsche Rekordmeister obendrein noch Mikael Cuisance von Borussia Mönchengladbach. Der 20-jährige Franzose unterschreibt einen 5-Jahres-Vertrag. Laut Medienberichten sollen die Bayern einen niedrigen 2-stelligen Millionenbetrag für Cuisance überweisen. Jetzt ist unser Kader so komplett oder so gut aufgestellt, wie wir uns das vorgestellt haben, sagte Präsident Uli Hoeneß am Rande eines Golfturniers zu Sky und deutete damit ein Ende von Bayerns Transferaktivitäten an. Wir hatten Anfang Juli einen zu kleinen Kader. Den haben wir jetzt durch 3 Transfers in den letzten Tagen mit Qualität aufgefüllt. Und jetzt kann der Trainer in aller Ruhe mit diesem Kader bis Weihnachten arbeiten. Und dann sieht man weiter, ergänzte Hoeneß. Doch offenbar war es das doch noch nicht ganz in Sachen Neuzugänge. Bayern hat nach wie vor Interesse, Mario Mandzukic von Juventus Turin loszueisen. Wie Sport1 aus Italien erfuhr, will der kroatische Stürmer nur nach München wechseln und nicht zu einem anderen Club. FCB-Coach Niko Kovac hatte den Bossen eine Verpflichtung Mandzukic bereits vor Wochen vorgeschlagen. Auf Sport1-Nachfrage bei Juventus gab es zu Personalien nur die Info, kein Kommentar. Der FC Augsburg steht kurz vor der Verpflichtung des vereinslosen Stefan Lichtsteiner, das berichtet der Kicker. Demnach soll der routinierte Rechtsverteidiger den Abgang von Jonathan Schmid kompensieren, der bislang noch nicht ersetzt wurde. Lichtsteiner spielte zuletzt für den FC Arsenal, sein Vertrag bei den Gunners war aber abgelaufen. Der 35-jährige Schweizer machte in seiner Karriere 601 Profispiel.